Moin die Tube und herzlich willkommen in der Fortsetzung der Saga, warum ja auf diesem Kanal Yu-Gi-Oh! So ein bisschen abhanden gekommen ist über die letzten Jahre und allgemein auch vielleicht der YouTube-Channel an sich. Wir haben 2021, haben wir so ein bisschen angefangen, so ein bisschen die Erläuterung dazu zu machen und ja, sind da stehen geblieben, ich glaube mit meinen Großeltern und so, mit meiner Familie. Und dann habe ich das gar nicht mehr weitergeführt. Yeah. Viele denken sich wahrscheinlich, okay, hat er wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, vergessen, keine Zeit dazu gehabt. Ja, vergessen hatte ich es nicht. Keine Zeit gehabt dazu ist eher das Problem gewesen. Und ja, ich möchte heute mit einem Thema einsteigen oder weiterführen, weil das alles mehr oder weniger miteinander zusammenspielt. Ich werde hier wahrscheinlich auch irgendwie noch die alten Videos dazu verlinken. Warum das alles jetzt hier so geworden ist, wie es geworden ist. Und heute ist das Thema nämlich meine Jobs gewesen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, was ist mit Jobs? Du bist doch schon seit Ende 2021 hast du ja nicht mehr gearbeitet. Da war ja dein letzter Arbeitstag. Not really. Ich werde mal halt endlich mal ein bisschen ausführen und erzählen, was so alles halt abseits von YouTube lief und warum ich einfach dem Ganzen hier nicht so viel Zeit widmen und konnte, weil ich einfach zeitlich in anderen Dingen auf, ja, gegraben war. Und da möchte ich einmal wieder zurückführen ins Jahr 2014, als ich habe ja damals ja bei The Envoy gewohnt und habe dort dann halt meinen ersten richtigen Job nach meinem Studium bekommen, beziehungsweise halt erhalten. Da habe ich, glaube ich, im August angefangen dort. Wir haben das ja auch hier, glaube ich, zelebriert auf dem Kanal. Ich hatte ja doch mein Face-Reveal und so. Ist ja schon ein bisschen länger her. Und ja, habe dann halt meinen ersten Job gemacht. Und ich glaube, ich habe das auch im letzten Video, glaube ich, erzählt gehabt, dass ich dann so nach 2 Jahren gemerkt habe, so dieses 40-Stunden-Woche arbeiten und die ganze Zeit darauf knallen, das ist nicht ganz so meins. Und habe mich dann dazu entschieden, okay, ich glaube, ich muss mir irgendwie den Job wechseln oder so, weil das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und habe damals halt gekündigt zum, ich habe mir das alles hier aufgeschrieben, zum 31.10.2016. Parallel dazu hat halt mein Arbeitskollege aber angefangen, seine Stunden zu reduzieren. Der hatte auch vorher Vollzeit gearbeitet, danach hat er, glaube ich, auf 25 Stunden reduziert. Und da habe ich gesagt so, als ich gekündigt habe, finde ich eigentlich ganz coole Idee. Lass das doch mal vielleicht mal ausprobieren für ein halbes Jahr. Weil das Problem war halt, wir hatten jedes Mal Arbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr. Das heißt, Bewerbungsgespräche mit anderen Firmen oder so, da musste ich Urlaub nehmen oder sowas. Ansonsten kam ich da halt einfach irgendwie nicht raus. Und er hat gesagt, in der Vollzeit kann ich halt schlecht einen anderen Job suchen. Aber wenn ich halt reduziere, kann ich erstens ein bisschen mehr für YouTube investieren und mir einfach einen anderen Job suchen, weil ich kann einfach mal auch mal irgendwelche Vorstellungsgespräche machen und so einen ganzen Kram. So, habe ich dann gesagt, okay, zieh mir die Kündigung zurück, wandeln wir das um in halbes Jahr Testphase, um zu gucken, ob das soweit funktioniert. Und ja, da habe ich das damals auch hier auf dem Kanal, glaube ich, angesagt. Habe gesagt, ja, nice, ich muss nicht mehr Vollzeit arbeiten und so, können wir mit YouTube machen. Haben wir dann auch gemacht. Dieses halbe Jahr ist dann halt relativ schnell ins Land gegangen und ja, meine zweite Kündigungsfrist quasi lief dann halt aus. Und dann habe ich gesagt, so, okay, irgendwie bist du gar nicht dazu gekommen, irgendwie das überhaupt irgendwie keine zu realisieren in diesen 6 Monaten, dass du überhaupt, ja, irgendwie weniger arbeitest, weil wir haben halt ein bisschen mehr auf YouTube gemacht und ich bin gar nicht dazu gekommen, mich irgendwie zu bewerben. Ich habe gesagt, okay, gut, habe ich gefragt, halt bei meinem Arbeitgeber, können wir das einfach fortfahren so? Und haben gesagt, ja, ist okay, können wir machen. Das heißt, erstmal halt wieder die zweite Kündigung auch zurückgezogen, weitergearbeitet, so. Und ja, das ging dann so weiter, dann habe ich halt meine damalige Freundin, jetzt Frau, kennengelernt im Jahre 2018 und unser Ziel war es dann halt, Ende 2018 zusammenzuziehen. Da sind wir dann halt damals aus der Wohnung rausgezogen in Hamburg, wo wir halt quasi den großen YouTube-Hype hier auf dem Kanal miterlebt haben und wollten dann zusammenziehen zum Ende des Jahres und habe dann gesagt, okay, wenn wir zusammenziehen, dann kann ich auch voll loslegen, kündigen und von da aus halt dann richtig YouTube attacken. Ja, dachten wir. Meine Frau hatte, glaube ich, ihren Abschluss, ich glaube, weiß nicht, im August oder so 2018 gemacht und hatte dann halt auch einen Job gefunden. Und wir hatten halt auch schon eine Wohnung gefunden, die hatten wir dann auch unterzeichnet, dass wir die
zum 1.1. übernehmen, sogar noch leicht früher einziehen konnten. Und das war dann alles schon eine Planung. Und es hat sich aber herauskristallisiert, dass der Job, bei dem sie gearbeitet hat, ich weiß nicht, was das für ein Arbeitgeber war, aber da sind Dinge passiert, darüber würde ich hier jetzt nicht sprechen wollen, aber das ist ein richtiger Mistverein gewesen. Und ja, wir haben uns freiwillig kündigen oder sie freiwillig kündigen lassen, weil das war da nicht auszuhalten, dort zu arbeiten. Und das war auch eine gute Sache, dass sie da rausgegangen ist, weil diese Firma war einfach irre. Die Leute sind da einfach irre gewesen. Also ich kann euch eine Story erzählen. Die sind ja nachher da weggezogen, wo die saßen. Und die haben da eine Tour gemacht, halt für halt die Weitervermietung und so. Und die haben das echt einfach hingekriegt. Die hatten halt da dann halt den Vermieter da und halt potenzielle Kunden. Und bei der Führung, ich weiß nicht, wie die es hingekriegt haben, aber da hat einfach einer mit offener Tür einfach im Raum geschissen. Die haben einfach eine Toilette, wo halt einfach direkt die Tür aufgeht und dann ist halt direkt die Tür, also aus dem Flur direkt die Toilette und hat einfach mit offener Tür geschissen. Solche Dinge haben sie gemacht. Das war ein richtiger, ich weiß nicht, Neandertaler Verein, könnte man fast meinen. Also da waren alle Leute absolut crazy. Und ja, das Problem war halt, ja, meine Frau hatte halt dann keinen Job und ich habe gesagt so, nee. Wir machen jetzt nicht, dass wir beide halt quasi keinen Job haben, auch wenn YouTube ja auch quasi eine Art Job ist. Das möchte ich jetzt hier nicht volles Risiko machen, das machen wir nicht. Wir gucken erstmal, dass du was findest. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann will ich meine Kündigung zurückziehen bei meiner Firma und wir machen bis zum 30.04. Also wir machen nochmal 4 Monate, schauen nochmal, dass wir uns da eingrooven. Ich musste sowieso nach dem Umzug, hat auch wieder ein bisschen Geld gekostet, da muss ich wieder ein bisschen Geld ansparen, damit ich halt so ein bisschen Puffer und Reserve habe für halt schlechte Zeiten, wenn das halt irgendwie nicht läuft. So, ne? Das haben wir dann gemacht. Und ja, das hat dann gedauert, bis meine Frau dann einen weiteren Job gefunden hatte. Sie hat noch ein bisschen bei uns in der Firma so ein bisschen noch nebenbei gejobbt. Da habe ich sie übrigens drüber kennengelernt. ja, das hat dann gedauert, bis ich glaube Ende April hat sie dann die erste Zusage bekommen. Aber bei mir war dann halt so schon Ende März schon klar so, also da wusste ich halt noch nicht, dass sie einen Job kriegt. Okay, ich muss das weitermachen, weil ich würde nicht das so machen, dass wir beide einfach keinen Job quasi haben, weil ansonsten geht es halt nur an die Vorräte und dann sind halt sehr schnell unsere Ersparnisse weg. Habe ich gesagt, okay, machen wir nochmal weiter. Ist kein Thema. So, dann hat sie halt die Zusage bekommen, hat einen Job bekommen und hat dann, glaube ich, weiß gar nicht, war das am 1.5. oder am 1.6. oder so angefangen? Mega. Hatte halt dann ihren ersten richtigen Job, den anderen, ich glaube, der steht nicht mal mehr in ihrem Lebenslauf. Also das will man gar nicht im Lebenslauf stehen haben. Diesen Verein, der war absolut grausam. Und ja, so. Dann war das gewesen und dann habe ich aber so gemerkt, ich habe langsam keinen Bock mehr auf die Firma. Das habe ich nicht langsam gemerkt, ich habe das schon seit 2016 oder 15 gemerkt. Da hatte ich keinen Bock mehr auf die Firma und habe mich einfach so blauäugig einfach mal beworben bei einer Firma hier bei uns in der Umgebung und habe ein Bewerbungsgespräch gemacht, bin da vorbeigekommen und ich hatte den Job. Ich so, okay, crazy. Mit viel besseren Arbeitsbedingungen, besseren Zeiten, besserer Bezahlung und einfach auch viel näher hier dran. Ich muss ja nicht mal nach Hamburg, weil wir sind mittlerweile ja nach Hamburg umgezogen. So, okay, cool, sehr nice, sehr gut. Dann kann ich ja jetzt den Job kündigen, meinen alten. Dann habe ich den zum 30.09. gekündigt und dieses Mal war es auch erfolgreich. Ja, die erste Kündigung. Wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5. Aller guten Dinge sind 5. 5-mal gekündigt, dann hat es endlich beim 5. Mal auch geklappt bei der Firma, dass wir dann da endlich raus sind. So, das heißt, neuer Job, mit dem wir angefangen haben, mit noch besseren Timings und ich musste mich halt erstmal von der alten Firma erholen. Ich habe ja damals euch auch gezeigt, wie stressig das damals war. Ich hatte ja so ein, eine Art Vlog-Thing, was ich gemacht habe, wo ich gezeigt habe, wie so ein üblicher Tag bei mir aussah und der war halt richtig vollgestopft damals. Und ich musste mich erstmal von dieser Zeit erholen und habe gesagt, okay, die ersten Monate erstmal erholen wir uns und grooven es erstmal in der neuen Firma ein und gucken erstmal, wie es läuft. Und dann können wir halt immer noch gucken, ob wir das mit YouTube machen und alles. Dann kam 2020. Ja, ihr wisst, was passiert ist im März 2020. Ne? Eine Menge, aber auch nicht nur das. Weil bereits im Vorhinein stand schon für uns fest, dass wir hier in dieses Haus ziehen werden. Und das ist ja auch nochmal ein dicker Klopper, weil wir mussten ja hier noch ein bisschen bauen und alles. Deswegen war so dieses Kündigen bei meiner neuen Firma jetzt gerade nicht so auf dem Tacho, denn wir brauchen Geld. Eine Menge Geld und das müssen wir uns erarbeiten und ich muss halt erstmal zweigleisig fahren, habe ich dann gesagt, erstmal ist okay.
Wir machen das sogar so, dadurch, dass wir jetzt natürlich wir alle zu Hause bleiben mussten, einfach 2020 nicht so gesagt habe, okay, ich weiß auch gar nicht, was ich Yu-Gi-Oh! Technisch jetzt so viel machen möchte, weil ich bin halt primär Yu-Gi-Oh! Spieler, ich möchte spielen, ich möchte halt Gaming-Content machen und für mich war halt das Spielen so ein bisschen ausgestorben über 2020 und Anfang 2021, weswegen ich gesagt habe, gut, ich kann da jetzt ein bisschen zurückdrehen und kann einfach sagen, bei meinem richtigen Job stocke ich mal die Zeiten auf und sage, ich arbeite da erstmal ein bisschen mehr und erarbeite mir erstmal ein bisschen Geld und auch uns allgemein ein bisschen Geld, sodass wir ein bisschen was fürs Haus haben und noch ein bisschen was auf die hohe Kante legen können, weil jedes Mal, bei 2018, da hatten wir dann durch den Umzug wieder nicht so viel Geld. Danach wieder ein Jahr, quasi ein Jahr später mit dem Haus, war schon wieder das ganze Geld weg, man muss halt Haus anzahlen und das alles. Das heißt, ich hatte halt nie irgendwie was auf dem Konto so über, wo ich sagen könnte, okay, jetzt habe ich so ein bisschen Polster, jetzt kann ich es mal ausprobieren, ne? Und ja, deswegen 2020 habe ich dann gesagt, okay, wir machen halt Vollzeit und haben hier halt wirklich runtergedreht auf YouTube. Da haben wir ja teilweise, glaube ich, wirklich nur noch ein Video die Woche gemacht und lange erstmal wirklich gechillt. Also was den Content angeht, ne? Also allgemein haben wir halt weitergemacht so und dann ja, dann war halt 2021 und da hat sich ja langsam alles geöffnet und so und ich war dann so, ja, okay, nice. Langsam spart sich auch Geld an, jetzt haben wir so langsam mal ein bisschen Geld, mit dem man halt sagen könnte, okay, jetzt kann ich es ja mal ausprobieren mit der Selbstständigkeit und mit YouTube das zu machen und habe dann für mich entschieden, yo, am 31.12.2021, da kündige ich und da bin ich raus. Und da, oder kündige ich. Und das habt ihr ja auch mitbekommen. Das ist euer letztes Update, das ihr bekommen habt. Lief auch alles nach Plan bis dahin. Bis, ich würde sagen, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, das war Ende September. Nee, ich glaube, das war Anfang November oder so. Anfang November, Ende Oktober bei meiner Frau. Bei der Firma, bei der sie halt dann jetzt übernommen hatte, wurde sie quasi, ich nenne das mal. Ist das Quiet Firing, wie man das nennt oder so? Deswegen hat sie dann die Option gesagt, okay, ist mir egal, ich gehe raus und hole mir stattdessen einen neuen Job einfach, weil jetzt habe ich auch die 2 Jahre Erfahrung und habe die Möglichkeit, einen Job zu holen. Denn sie hatte auch vor einigen Monaten vorher schon ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch gehabt bei einer Firma, weil sie aber letztendlich nicht zugesagt hatte, weil einfach die Kondition nicht gepasst hatte. Aber dadurch haben wir halt so ein bisschen gemerkt, okay, sie kann einen Job kriegen, das ist mega. Ja, das könnte man halt dann machen. Und das heißt, es läuft jetzt besser, was Bewerbungen angeht. Und das heißt, sie kann easy eigentlich einen Job landen. So, und das war dann so, ja, dann kündige das Ding, dann machen wir es einfach so, habe ich gesagt. Machen wir easy. Ich sage, ich verlängere meine Frist um 3 Monate bis zum 31.03. Ich glaube, es müsste 31.03. sein. Ich glaube, 30 Tage der März. Arbeite noch 3 Monate quasi heimlich weiter bis zum 31.03.2022, ohne dass ihr das mitbekommt. Einfach nur so zum Rausgehen, damit meine Frau noch Möglichkeit hat, sich einen neuen Job zu suchen, damit wir dann sagen können, okay, Anfang 22, da können wir dann wieder richtig loslegen und können sagen, yo, jetzt machen wir mal endlich mal YouTube Fulltime und alles. Und das lief auch super gut. Sie hat zum Anfang Februar einen neuen Job bekommen, einen Remote-Job bei einer Firma da irgendwie in Berlin oder so. Da wurde ein komplett neues Team aufgebaut. Ich weiß nicht, 7 oder 10 Leute oder so, die da eingestellt worden sind. Und hat alles bekommen, die ganzen Arbeitssachen hier und so. Und 5 Arbeitstage später wurde das gesamte Team entlassen. Und ich war so, what? Die Leute haben einfach ein ganzes Team angestellt, das sie nicht brauchten. Und irgendwie hat das keiner gemerkt. 5 Tage erst, nachdem die alle da waren, haben sie gemerkt, oh, wir brauchen das Team gar nicht. Und alle haben ihren Job verloren wieder. Ich war so, seriously? Da waren auch Leute dabei, die haben, glaube ich, Google oder Facebook oder so ausgeschlagen, stattdessen nur diesen Job zu kriegen. Und dann wurden die einfach alle rausgeworfen, weil die Firma einfach nicht hinbekommen hat, zu checken, ob sie die Leute brauchen oder nicht. Und dieses ganze Team, absolutes Chaos. Und ich war dann so, okay, sure. Okay, das heißt, dann müssen wir halt erstmal wieder einen anderen Job finden. So. Und dadurch, dass ich halt bis zum 31.03. nichts rauskristallisiert hat, habe ich gesagt, okay, final last month. Ich gebe noch 6 Monate. Und dann ist es mir egal, ob hier jemand einen Job hat oder nicht. Ich mache mich selbstständig, weil dann habe ich auch genug angespart. Dann habe ich nämlich endlich meinen fünfstelligen Betrag auch auf meinem Sparkonto, womit ich sagen kann, ich attack das Ding first, denn ich möchte halt einfach nicht, dass einfach beide arbeitslos sind parallel. Das ist einfach
nein, das ist nicht sicher und nicht gut und auch einfach irgendwie nicht sinnvoll, das so zu tun. So, wie gesagt, okay, ich kündige dann zum 30.09.2022. Das ist dann aber final. So, da hat meine Frau dann aber heute einen Job gefunden. Dann, ich glaube, zum 1.06. oder so. Und dann war ich so, nice, jetzt können wir endlich raus hier aus der Firma. Und es wurde noch richtig spannend am Ende. Das wurde noch richtig gut. Ich glaube, nachdem ich meinen Urlaub hatte oder so, ich glaube Ende Juni, bin ich zurückgekommen und unser gesamtes Team wurde gefeuert. Ich so, what? Die wurden alle gefeuert, nur noch mit der Restlaufzeit, die sie noch wegen Kündigungsschutz hatten. Oder gekündigt wurden alle, gefeuert ist ein bisschen hart ausgedrückt. Deren Kündigungsfrist ist einfach ausgelaufen. Die waren dann halt alle quasi entweder, ich glaube eigentlich quasi alle Ende August raus, weil unser gesamtes Development-Team wurde rausgeworfen. Außer ich, denn ich hatte ja schon meine Kündigung weitreichend vorher eingereicht zum 30.09. Deswegen hat man meinen Vertrag noch so auslaufen lassen, wie er damals gemacht worden ist. Das heißt, eigentlich hätte ich niemals zum 30.09. gekündigt. Wäre ich wahrscheinlich schon früher rausgeworfen worden, weil einfach das gesamte Development-Team rausgeworfen worden ist. Denn die Firma hat halt einfach andere Prioritäten gesetzt und hat gesagt, okay, Development brauchen wir nicht mehr. Und wir machen nur noch Bestands- und Wartungsleistungen. Und habe ich gesagt, okay, interesting, habe ich eine gute Choice gehabt. Denn statt irgendwie einfach auf die Straße gesetzt zu werden, wie meine anderen Kollegen, die alle jetzt sich einen Job suchen müssen, habe ich sowieso schon geplant zu gehen. Und ich kriege sogar noch den extra Monat, den die anderen halt nicht bekommen haben. Und kann halt nochmal einen Monat extra ein bisschen Geld auf die Seite legen. Und dann, ja, zum 30.09. war es dann soweit. Dann waren wir endlich frei. Das war dann die 8. Kündigung und dann die 2. erfolgreiche, die wir gemacht haben. Das heißt, ich habe letztes Jahr, als ich diese Sonntagslogos gemacht habe, wöchentlich, die ersten 9 Monate parallel auch noch geackert. Ich habe die Stunden ein bisschen reduziert gehabt. Ich habe das wieder zu dem, als ich eingestellt worden bin, reduziert und auch statt auf 4 Tage auf 3 Tage gelegt, damit das überhaupt irgendwie machbar ist. Habe halt wirklich wöchentlich Locals gekloppt, wöchentlich andere Videos rausgehauen, habe weiterhin gearbeitet für meine Firma. Und das ohne euch irgendwas dazu zu sagen, weil das war für mich so, das ist eine persönliche Sache. Das ist halt auch euch ja nichts jetzt eigentlich so theoretisch zu interessieren, aber ich dachte, ich kommuniziere das jetzt mal offen, damit man überhaupt so ein bisschen Hintergrund hat. Denn es lief halt einfach die letzten Jahre einfach so ziemlich unglücklich. Da kann auch meine Frau nichts dafür. Es waren halt weirde Situationen, komische Firmen und war halt immer genau ungünstig gewesen. Aber eigentlich so, wie es jetzt gelaufen ist, am Ende ist es auch richtig gewesen, finde ich, meiner Meinung nach. Weil jetzt hatte ich ja dann halt auch meine 5-stellige Sparsumme, die ich erreicht habe, die ich halt vorher nie erreicht hatte. Und konnte dann halt in die Vollzeit richtig schön reinsteigen hier in meine eigene Selbstständigkeit, in die ich halt kaum einsteigen konnte. Das habt ihr selbst gemerkt. Oktober, November und Dezember letzten Jahres waren alle vollgeknallt mit Konami-Terminen. Wir haben alles mögliche Konami-YCSs gemacht, alles mögliche Turniere, das haben wir alles halt noch durchgekloppt. Das heißt, letztes Jahr war eigentlich die ganze Zeit noch Vollzeit arbeiten im Sinne von, ich habe mich gar nicht so richtig auf den Kanal immer noch konzentrieren können. Der erste Monat, auf den ich mich wirklich langsamer fokussieren konnte und wieder mich eingrooven konnte, war letzter Monat, Januar 2023. Das war der erste Monat, wo ich nicht mehr diesen Monsterstress hatte mit irgendwelchen 1000 Terminen, wo ich sagen konnte, wow, ich kann mal runterfahren und mich fokussieren auf das, was ich machen wollte. Und das habe ich gemacht. Und das werde ich jetzt auch die nächsten Monate weiter so machen. Und ich wollte euch einfach mal erzählt haben, was für ein Chaos wir hier mit Jobs und an der Existenz rumkraxeln gemeistert haben gemeinsam, wo ich immer gesagt habe, nein, wir machen das nicht, dass wir beide halt einfach blind in dieses Abenteuer stürzen, sondern dass wir das sicher abgehen. Und jetzt hoffen wir mal, dass es die nächsten Monate einfach super läuft. Und ja, ich freue mich einfach, weil jetzt die letzten Monate war halt sehr viel Stuff mit Konami, aber es hat sehr gut geklappt. Und ja, YouTube-technisch müssen wir jetzt noch ein bisschen einiges nachholen. In den letzten Jahren war eigentlich mein Fokus immer auf der Arbeit und nicht auf YouTube, aufgrund des ganzen Chaos. Aber jetzt kann ich mich mal so ein bisschen darauf fokussieren. Und ja, ich werde in den nächsten Videos wahrscheinlich noch ein bisschen über andere Sachen sprechen, die mich noch anderweitig hier ausgebremst haben. Und was ich an Maßnahmen ergriffen hatte, während der Zeit, wo ich halt mich hier nicht darauf konzentrieren konnte, mit YouTube irgendwie mal
einen Stand oder ja, einen Fuß zu fassen, was ich stattdessen gemacht habe, um mir quasi ein bisschen die Zukunft zu sichern. Aber das ist dann für ein andermal. Das war's dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi. Ach ja, und lass mich wissen, habt ihr auch immer so ein Chaos mit euren Jobs gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die meisten von euch haben, glaube ich, noch nie 8 Kündigungen in ihrem Leben gemacht. Ich schon.